This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, in dem Video geht es um den goldenen Mittelweg. Und zwar geht es darum, dass man seinen Weg findet und auch eben was das Bewusstsein und den Körper angeht, dass man es weder übertreibt noch untertreibt. Dass man weder zu schnell noch zu langsam voranschreitet oder gar nicht. Dass man sich nicht verfängt in irgendwelche Teufelskreise, sondern dass man ja, zwei Schritte vorwärts, ein zurück. Und ich finde diesen Vergleich mit Musikinstrument ganz schön. Gitarre oder egal was für ein Instrument, wo man eben Saiten aufspannen muss. Wenn man die Saite bei der Gitarre zu straff spannt, kann man nicht mehr drauf spielen oder sie reißt. Wenn man sie zu locker spannt, kann man auch nicht drauf spielen. Man muss eben seinen Weg finden. Man muss sein Tempo finden und weder übertrieben handeln, jetzt auch was zum Beispiel die Ernährung anbelangt, keine übertriebene Askese, kein falscher Zwang, sondern es schrittweise langsam angehen. Und das ist eben genauso beim Bewusstsein, dieses kontinuierliche Dranbleiben, nicht vom Weg abkommen, beziehungsweise ja, zwei Schritte vorwärts, einen zurück, ist in Ordnung so, Hauptsache man kommt voran so. Schaut euch zum Beispiel mal an, wo ihr vor einem Jahr gestanden wart mit eurer Ernährung, wo ihr vor einem Jahr vom Bewusstsein her gestanden habt. Und da könnt ihr euch orientieren, aber schaut nicht, was ihr vor ein paar Wochen gemacht habt. Und dann seht einen Gesamtblick, nehmt nicht einen Tagesausschnitt, sondern nehmt einen Durchschnittstag, wie ihr euch im Moment verhaltet und schaut, wie war es vor einem Jahr. Und dann seht ihr vielleicht mal, hey, vor einem Jahr war ich noch nicht mal vegan, da habe ich noch sogar manchmal Fleisch gegessen oder so. Und dann seht ihr, dass ihr schon so weit vorangekommen seid. Und dass ihr es einfach nicht übertreibt mit dem Tempo. Es kommt einfach so viel hoch auf dem Weg, was man verarbeiten muss. Und um die Dinge richtig zu verarbeiten und richtig annehmen zu können, vom Bewusstsein her, sollte man auf seinem Weg auch das Ganze nachhaltig, wirklich innerlich richtig verarbeiten. Und deshalb, ja, zwingt euch zum Beispiel nicht zum übertriebenen Fasten, diese übertriebene Askese oder übertrieben hinhocken zur Meditation und denken, wenn man sich 5 Stunden hinhockt, dass man dann nach einem Jahr die Erleuchtung hat, wenn man sich jeden Tag 5 Stunden in den Schneidersitz hinhockt. Es kommt immer darauf an, wie ihr die Dinge macht. Wenn ihr Freude dabei empfindet, wenn das euer Tempo ist, dann ist es richtig so. Aber wenn ihr keine Freude dabei empfindet, euch 5 Stunden am Tag hinzuhocken und zu meditieren, dann ist der falsche Weg. Dann müsst ihr die Meditation noch entdecken. Das, was euch festigt, zur Ruhe bringt und euren Geist klärt. Euch zur Einsicht bringt. Genau. Und ja. Das wollte ich einfach in dem Video mal ansprechen. Gerade in Deutschland ist es ja so, dass oft diese übertriebene Härte gegen sich selbst und dieses immer machen, immer tun und immer weiter vorankommen und was erreichen, das ist eben so ein Mittelding. Ja, wenn man dann mal den Gegenpol zum Beispiel sieht, in andere Länder reist, also ich finde, die Thais sind eigentlich ein ganz gutes Beispiel. So, da lebt jeder so in den Tag hinein und viele, ja, wenn da halt Müll liegt, dann liegt er halt da, dann liegt er morgen noch da, kann man vielleicht mal irgendwann wegräumen, so. Aber das ist nicht so dieses, boah, jetzt alles gleich und machen müssen, sondern eben halt locker einen Tag rein und machen die Dinge langsam. Und ja, das ist halt so der Gegenpol dann. So. Und vielleicht seinen Mittelweg finden. Und bei jedem mag das Tempo ja auch anders richtig sein. Genau. Aber trotzdem eben halt nicht. Die Gefahr bei den meisten ist schon eher wahrscheinlich, dass sie zu langsam voranschreiten. Aber ganz schön laut. Da unten ist eine Straße im Hintergrund. Ja.
Aber dann kann man den Weg auch viel besser genießen. Was bringt das irgendwie, mit 200 über die Autobahn zu rasen? Dann hat man ja gar nichts mehr vom Weg, dann sieht man den Hintergrund nicht. Also manche mögen das vielleicht, aber zu Fuß ist auch manchmal ganz nett, dann bekommt man was von der Gegend mit. Man nimmt wirklich was auf dem Weg mit, man nimmt den Weg ganz anders wahr. Ja. Also findet da euer Tempo, hört auf euren Körper, schaut, was zu schnell ist, was zu langsam ist. Und versucht dabei zu bleiben, kontinuierlich, aber zwingt euch nicht zu sehr. Der Weg muss mit Freude gegangen werden und dann ist es nachhaltig. Macht's gut, Leute. Ciao.